Liebe grüne Freundinnen und Freunde, liebe Damen, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mit etwas Aktuellem anfangen, nämlich mit dem Zensus, der gestern veröffentlicht wurde. Da kam ja raus, Deutschland und vor allem die Großstädte haben weniger Einwohner und manche haben mehr Wohnungen als gedacht. Ich will deutlich davor warnen, sich vorzustellen, dadurch würde jetzt die Wohnungsnot sich relativieren. Es sind schon die ersten Journalisten unterwegs, die das gefragt haben, sondern da geht es um statistische Korrekturen von statistischen Annahmen, die jetzt durch den Zensus in neue Annahmen verwandelt worden sind. Die Wohnungsnot, zum Beispiel in meiner Stadt in Stuttgart und in vielen anderen Städten, ist aber eine empirische, praktische Veranstaltung und die misst man am besten, wenn man auf die wenigen Angebote, die es in der Zeitung guckt, mal schaut, wie viele sich da bewerben. Wenn bei uns eine Vier-Zimmer-Wohnung in der Zeitung ausgeschrieben sein sollte, Klammer auf, die meisten kommen gar nicht bis zur Zeitung, weil es nicht nötig ist. Aber wenn, dann stehen da 200 Leute auf der Platte und müssen mit Sparbuch und Schwiegereltern und sonst was beweisen, dass sie ganz gute Bürgerinnen und Bürger sind, um vielleicht eine Chance zu haben. Das ist Wohnungsnot. Ich sage das, weil ich immer mit meinem Haus und Grund streite, die bestreiten, dass Wohnungen fehlen. Das sind aber Interessen dahinter, weil wer die Wohnungsbesitzer vertritt, der will natürlich nicht, dass viel gebaut wird neu, weil das ja sich auf den Preis der besessenen Wohnung auswirkt. Also klare Botschaft zu dem Mikrozensus. Das ist gut, wenn man statistisch präziser weiß, was los ist, aber der tatsächliche Wunsch oder die Not, eine Wohnung zu finden, hat sich dadurch nicht relativiert. Vor allem nicht, und das ist ja das deutsche Kernproblem, nach bezahlbarem Wohnraum. Die Wohnungsnot ist ja vor allem eine Geschichte, jedenfalls in meiner Stadt, aber in vielen anderen auch, dass zuerst bezahlbare Wohnungen für alte Menschen fehlen, die allein leben, dann für junge Leute, insbesondere für Studenten, fehlen Wohnungen und es fehlen Wohnungen für Familien mit Kindern und insbesondere wieder mit vielen Kindern. Und darin kumuliert sich das ganze Problem, auf das wir politisch reagieren müssen und reagieren wollen. Was in den meisten Städten in meiner Stadt ganz besonders stattfindet, ist, dass der Neubau nach der Logikflucht ins Betongold sehr stark ist, aber zu wenig im sozialen Wohnungsbau geschieht. So habe ich meine Stadt vor 5 Monaten angetroffen. Übrigens präzise, die Flucht ins Betongold ist eine unbeabsichtigte Folge von Dingen, die wir ansonsten als Grüne unterstützen. Nämlich erstens, dass die Zinsen niedrig sind. Das ist ja, glaube ich, Element der grünen Wirtschaftstheorie, dass man das ganz gut findet. Und zweitens, dass die Verbringung von Geld zur Steuervermeidung ins Ausland schwieriger geworden ist, zum Beispiel durch die Daten, die öffentlich geworden sind. Und dies führt dazu, dass Leute jetzt ihr ganzes Geld, erstens, weil sie keine Zinsen kriegen und zweitens, weil sie es nicht mehr ins Ausland kriegen, Klammer auf, Gott sei Dank, eben in teure Wohnungsprojekte investieren. In Stuttgart ist es so, mal ganz einfach von der Dimension, neue Wohnungen und Häuser sind gegenwärtig für Branchenkenner einfach um 30% zu teuer. Weil jemand, der 400.000 vielleicht hat, inzwischen auch sagt, bei 0,9% Zins zahle ich auch 700.000. Und das macht natürlich den Wohnungsmarkt als Ganzes kaputt. Und darauf haben wir zu reagieren. Ich werde einige Vorschläge nachher nennen, wie das zu geschehen hat. Es gibt Städte, aus München habe ich eine Zahl, da zahlen Leute mit niedrigem Einkommen, also so bis 1500 Euro, inzwischen 42% ihres verfügbaren Einkommens fürs Wohnen. Das sind gigantisch hohe Zahlen und dahinter steckt natürlich ein Problem der sozialen Gerechtigkeit der Sonderklasse. Ich will auch mal dazu sagen, die Frage, ob Menschen bezahlbaren Wohnraum haben, so wie ihr es hier auf dem Plakat stehen habt oder nicht, ist eines der größten Probleme der sozialen Gerechtigkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Weil wenn das nicht mehr gewährleistet ist,
dann sieht es natürlich sehr, sehr schlecht aus. Und das Zweite, weil die Leute, die wenig Einkommen haben, ja irgendwo wohnen müssen, drückt es sie an die Ränder der Städte, bei uns in Süddeutschland weit in den ländlichen Raum raus. Das heißt, die Durchmischung der Städte, die wir ja politisch wollen, die auch Urbanität ausmacht, dass man aus unterschiedlichen sozialen Schichten in der Stadt eben zusammenwohnt, die wird in Frage gestellt, wenn die Innenstadt nur noch von den Besserverdienenden bewohnt werden kann. Die Ärmeren und sozial Schwächeren gehen also an die Ränder und kommen als Autoverkehr wieder zurück. Das ist das Problem vieler Städte, weil die natürlich trotzdem in der Stadt dann arbeiten oder auch einkaufen oder so. Dies meistens, wenn sie weit weg von den Verkehrsknotenpunkten der Bahn liegen, dann eben mit den Autos tun und die kommen dann wieder in die Stadt. Das heißt, dieser Verdrängungsprozess über die Wohnungen ist mir wichtig, dass man das analytisch gut versteht, bedeutet auch eine Maximierung des Verkehrsaufkommens. Und dann haben wir wieder das nächste Problem, für das sehr, sehr viel Geld kosten soll und kosten wird. Und in der Tat, das war ja in der Kurzintervention, ein bisschen arg kurz eigentlich, in der Kurzintervention deutlich, ist die ökologische Sanierung unter den bestehenden Rahmenbedingungen ein großes Problem. Wenn ökologische Sanierung heißt, ab Studienrat aufwärts oder Oberstudienrat aufwärts geht's und sonst geht's nicht oder nur schwer, dann kommen wir nur schwer weiter und deswegen müssen Städte, Länder und vor allem der Bund sich mit der Frage anders auseinandersetzen. Katrin hat es ja erwähnt, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ich will mal, liebe Freundinnen und Freunde, ich will mal ganz kurz Maßnahmen aufzählen, die wir jetzt neu machen in Stuttgart. Andere Städte machen das auch. Ich denke an München, ich denke an Düsseldorf, an viele, wo man hinschaut. Die haben ja alle das gleiche Problem. Und jetzt kommen erstmal nur Sachen, die die Städte machen, ohne zusätzliche Hilfe der Länder und des Bundes. Das heißt bei uns zum Beispiel, wir beschleunigen das Bauen in der Stadt und ziehen Projekte, die in der Zeitstufenliste weiter hinten waren, einfach nach vorn, um die Wohnungsnot schneller zu reduzieren. Wir bauen mehr Sozialwohnungen. Eine Stadt wie Stuttgart, müsst ihr euch jetzt auf die Größenordnung übertragen, hat im letzten Jahr nur 45 neue sozial geförderte Wohnungen gebaut. 500 müssten wir pro Jahr bauen, um überhaupt die, die aus der Sozialbindung rausfallen, auszugleichen. Und 500 Wohnungen, wenn man vorher 50 gebaut hat, ist natürlich eine gigantisch große Zahl. Wenn das allein aus dem städtischen Haushalt finanziert werden soll, mit wenig Mitteln vom Land, fast nichts, also sowieso nichts vom Bund, dann ist es eine zusätzliche Belastung. Wir subventionieren Sozialwohnungen nach, die aus der Sozialbindung rausfallen würden, sodass sie drin bleiben, ist günstiger ökonomisch betrachtet, als Sozialwohnungen neu zu bauen. Wir müssen uns, was das Schwerste ist, an eine neue Flächenvorratshaltepolitik der Städte machen. Das heißt, die Städte müssen in ein aktives Flächenmanagement eintreten, dass sie Grundstücke nicht nur einfach an den bestzahlenden Investor vergeben, sondern dass sie vorhalten, sammeln, um dann im Sinne der sozialen Wohnungspolitik auf den eigenen Flächen entweder selber oder über Bauherrengemeinschaften oder Baufrauengemeinschaften bauen zu können. Das ist ein wesentlicher Schritt, aber ich sage den Preis. Der ist natürlich beim städtischen Haushalt zu suchen. Die Kämmerer haben immer versucht, in den letzten Jahren, so hat man Stuttgart schuldenfrei gemacht, den Investor dem nachzurennen, der am meisten zahlt, und dann hat er auch das genehmigt bekommen, was er eigentlich gewollt hat. Das heißt, die Stadt hat Einnahmen über die Grundstückspolitik erzielt, kurzfristiger Art, und sie müsste im Sinn des Programms sozialgerechtes Wohnen nicht so sehr die kurzfristigen Einnahmen, sondern die nachhaltigen Stadtbedürfnisse befriedigen. Das setzt eine Änderung voraus und ist finanziell jedenfalls nicht besonders einfach. Ich habe übrigens im Wahlkampf, das will ich an der Stelle mal erzählen, ein Plakat aufgehängt, das man selber
geschrieben, wo ich drauf geschrieben habe, für Stuttgart bauen und nicht für Investoren. Ich will mal die Reaktionen euch schildern. Das ist ja eigentlich ein Satz und das sind für mich die schönsten Sätze, die man nicht bestreiten kann. Ein vernünftiger Mensch kann ja nicht bestreiten, dass man für die Stadt bauen soll und nicht für Investoren. Das heißt, die vernünftigen Menschen haben das auch alle gut gefunden. Und manche haben aufgeschrien, weil sie es auch als Angriff auf die Investoren gesehen haben. Das war es aber gar nicht. Wir brauchen ja Investoren. Aber wir dürfen nicht für Investoren die Bauleitplanung und die Baupläne machen, sondern wir müssen sie für die Bedürfnisse der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger machen. Eine ganz einfache Geschichte. Und ich glaube, dass wir mit solchen Sätzen auch klar eine Richtung beschreiben können, was grüne Politik im Wohnungsbereich ausmacht. Dann haben wir ein sogenanntes SIM-Programm entwickelt. Übrigens, die Münchner haben sowas Ähnliches schon. Das bedeutet Stuttgarter Innenentwicklungsmodell. Das heißt, ganz einfach gesagt, bei allem, was neu gebaut wird, nach neuem Baurecht, müssen, auch wenn es Gewerbe ist, 20% Wohnungen dabei sein. Und von den 20% müssen 20 sozial gefördert sein. Was einen Riesenaufstand gibt bei den Investoren. Aber ich muss im Sinne der Durchmischung erreichen, dass in Stuttgart, wenn zum Beispiel Gewerbeflächen in der Innenstadt, Einkaufsflächen gebaut werden, dass da auch Wohnen gebaut wird und dass der Spruch, wir wollen Wohnen und Arbeiten zusammenlegen, endlich mal von der Sonntagspredigt in das tatsächliche Geschehen von Städten werktags einrückt. Das heißt, Verkehrsvermeidung geht am besten über sowas und so schaffen wir neuen Verkehrsraum. Wir werden natürlich die Genossenschafts- und Bauherrenmodelle stärken, auch Neues ausprobieren. Es gibt in Stuttgart Gegenden, da kannst du eben freien Mietwohnungsbau dann die Preise senken, wenn du auf Tiefgaragen verzichtest, weil du stattdessen 10 Plätze für ein Stadtmobil oder Carsharing anbieten kannst, dann baust du keine Tiefgarage und nimmst nur Mieter, die sagen, sie werden kein Auto haben, sondern sie sind Mitglied beim Stadtmobil. Sowas irritiert noch, weil wir ja darauf gesetzt haben, wir kriegen die Autos raus aus den Straßen durch die Tiefgaragen, aber du kannst natürlich im freien Mietwohnungsbau die Preise extrem senken, indem du die teuren Tiefgaragen nicht baust. Und ich habe in Stuttgart Wohnungen, auch Sozialwohnungen mit Tiefgaragen, wo keine Autos drin stehen, weil die Leute sich gar keine Autos leisten können. Also an der Stelle muss grüne Wohnungspolitik, glaube ich, umdenken. Da der sowieso einen Riesenzug nach Stadtmobil gibt und ein Stadtmobilfahrzeug im Durchschnitt, verkehrspolitisch betrachtet, im Parken also, zwischen 6 bis 8 andere Autos ersetzt, ist diese Bewegung für die engen Großstädte eine ganz wichtige Bewegung, die wir sehr, sehr stark als Grüne unterstützen sollten und unterstützen müssen. Jetzt habe ich ein paar Sachen gesagt zu Stuttgart. Übrigens, Katrin, Urban Gardening ist sozusagen auch eine Renaissance für die Kehrwoche, weil wenn man mehr Grün überall hinbaut, muss man natürlich auch kehren. Ja? Also nur, dass du da kein falsches Vorurteil aus dieser Konferenz mitnimmst. Also, jetzt habe ich viel über Stuttgart gesagt. Ich will aber trotzdem sagen, die Städte können sich mühen, wie sie wollen. Ohne ein verstärktes Engagement, insbesondere des Bundes, für soziales Wohnen wird es nicht gehen. Die Städte haben nicht die Finanzmittel, das auszugleichen, was der Bund nicht mehr tut. Und deswegen ist das, finde ich, für die Bundestagswahl und darüber hinaus eine entscheidende Geschichte, dass wir das Thema auf den Tisch legen. Eine Beobachtung noch. Wir haben jetzt in Stuttgart, vor einiger Zeit gab es eine Demonstration gegen Wohnungsnot und Mietwucher und sowas, mit sehr, sehr wenigen Leuten. Mieterverband und wer alles dabei war, DGB und so, waren sehr erstaunt, dass da so wenig kamen. Ich will den Grund sagen, und da müssen wir als Grüne dagegen arbeiten. Wohnen wird noch immer
als individuelle Geschichte verstanden und nicht als gesellschaftliches Problem. Und ich sehe die Fragestellung, das ist ideal für die Grünen, dass wir das Wohnen zu einem gesellschaftlichen Thema machen und praktisch entindividualisieren, so dass aufhört, dass der eine gute Wohnung hat, sich nicht mehr dafür interessiert. Aus dem Mechanismus müssen wir rauskommen. Ich fordere jetzt nur, zum Abschluss noch zwei, drei Geschichten. Also klar ist, der Bund muss wieder einsteigen in vernünftig gestaltete Programme für sozialen Wohnungsbau. Dazu gibt es keine Alternative. Es gibt Alternativen, wie man das am besten macht und organisiert. Aber dass man sagt, es geht uns nichts an, das machen die Länder, dies reicht nicht aus, vor allem weil durch die Schuldenbremse die Länder ja ihre ganzen Mittel einsparen werden zum Jahr 2020 hin, weil sie dann schuldenfreie Haushalte haben müssen. Ich will mal auf eine völlig absurde Geschichte hinweisen mit einer Zahl. Wir geben in Deutschland für den sozialen Wohnungsbau, der Bund, eine 500 Millionen noch aus. Die Länder alle zusammen 1 Milliarde. Und auf der anderen Seite schaue ich mir mal an, Kosten der Unterkunft für Leute mit aus sozialen Transfer-Einkommensfamilien, 15,5 Milliarden Kosten jährlich und davon 10,5 von den Städten zu bezahlen. Also 15,5 geben wir aus dafür, dass wir Familien mit geringsten Einkommen dann doch noch helfen, eine Wohnung zu finanzieren, wenn auch knapp. Und 1,5 Milliarden stecken wir rein in den Aufbau sozial bezahlbarer Wohnungen. Ich meine, da muss man sich doch ökonomisch an den Kopf langen, dass ein Staatswesen so einen Irrsinn macht. Umgekehrt wäre es vielleicht richtig, von den Zahlenverhältnissen nach meinem Gefühl. Und dafür müssen wir streiten. Wir wollen, dass prinzipiell mehr sozial geförderte Wohnungen angeboten werden, dass da das Geld reinfließt und nicht dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, für die Nachsubventionierung von Leuten, die Wohnungen, die teuren, nicht bezahlen können. Damit es in den Städten gut geht, was ich da sage, muss man übrigens auch eine Kampagne mal machen für das Image von Sozialmieterinnen und Sozialmietern. Es hüpfen noch immer zu viele Leute rum, die glauben, Sozialmieter ist man mit der Bierflasche in der Hand und sonst nicht. Das entspricht keiner gesellschaftlichen Realität. Wenn du alleinerziehend bist und vielleicht nur einen Halbtagsjob machen kannst, dann bist du Sozialmieter, obwohl du keinerlei sonstige Probleme mit dir hast, aber du kriegst schnell welche, wenn du keine Wohnung bekommst. Das heißt, es ist mal eine Kampagne notwendig, dass in dieser Republik in Sozialwohnungen zu leben keine Schande ist, kein soziales Stigma darstellt, sondern einfach die herrschende Realität von Einkommensscheren, die zu weit auseinandergegangen sind und auch dessen, dass man zu wenig sich um Leute kümmert, wie Alleinerziehende in sozialen Problemlagen. Also da muss man auch gesellschaftlich offensiv werden. Ich will noch zwei Sachen ansprechen, wo ich nicht so recht, also klar ist der Mieterschutz, auch bei Neuvermietungen, Katrin hat die Zahlen ja genannt, der muss jetzt auch gesetzlich erfasst werden und Kappungsgrenzen auch für die Neuvermietungen beschrieben werden. Wir müssen für die energetische Sanierung, wenn wir an die Regierung kämen im September, wirklich neue Lösungen machen. Was da läuft, funktioniert wirklich nicht. Und der erste Punkt, den ich sagen will, es war vorher bei der Kurzintervention so im Sound ein bisschen drin, dass die energetische Sanierung schuld wäre. Das sage ich ganz klar als grüner Politiker. Zur energetischen Sanierung gibt es keine Alternative. Wir werden als Grüne nicht zulassen, was man bei der SPD jetzt manchmal hören kann, nicht so laut, aber manchmal, aber wir werden nicht zulassen, die These, jetzt hat der Klimaschutz mal Pause, jetzt kommt das soziale Sanieren. Das kann nicht funktionieren, wenn wir irgendetwas als Grüne aus der Nachhaltigkeitsdebatte der letzten 20 Jahre gelernt haben,
dann doch die Botschaft, spiele niemals aus Ökologie gegen Soziales oder Ökologie gegen Wirtschaft. Und diesen Punkt müssen wir fortsetzen. Ich glaube übrigens, das ist ja ein bisschen umstritten bei den Grünen, dass eine steuerliche Abschreibung für energetische Sanierung gut wäre. Und zwar deswegen, weil es im Steuervermeiden eine Irrationalität gibt, die du bei Zuschüssen nie hinkriegst. Also wir haben das ja diskutiert, als ich noch in der Bundestagsfraktion war, natürlich ist der direkte Zuschuss unter dem abstrakten Gerechtigkeitsbegriff ja gerechter, steht nicht in Frage. Aber wenn, also das schwabische Malquis so, wenn man Steuern vermeiden kann, dann baut man Zeug, das man sonst nie bauen würde. Ganz einfach. Und wenn wir das für die energetische Sanierung nutzen können und dazu eine Gesetzgebung machen, dass aber nicht trotzdem so viel umgelegt werden kann. Also was nicht funktioniert, ist Steuerersparnis für energetische Sanierung und trotzdem viel auf die Mieter umlegen. Es muss natürlich dann sinken. In der Kombination könnten wir einen richtig guten Boom auslösen für die energetische Sanierung. Ich rate übrigens auch dazu, dann komme ich auch schon zum Schluss, dass man das Thema altengerechte Sanierung von Wohnungen und energetische Sanierung von Wohnungen stärker zusammendenkt. Weil viele alte Leute, also wenn sie älter werden und es ihnen so langsam dämmert, wie das so zugeht, es älter werden, die machen keine energetischen Sanierungen mehr. Aber Kombinationen von die Wohnung altersgerecht machen plus energetische Sanierung, das würden sie schon machen, weil sie das Thema altersgerechte Wohnung ja als praktisches Thema vor Augen haben. Also lasst uns das auch konzeptionell miteinander verbinden. So, damit bin ich am Ende. Das ist für mich ein sehr schöner Termin. Heute Abend kommt noch ein sehr schönerer Termin im Fußballstadion. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit.